Jeden Donnerstag gehe ich mit Iris in unser Lieblingscafé. Im Rouge quatschen wir hemmungslos über Männer und keiner stört uns. Wir bestellen bei dem charmanten Kellner Cappuccino, Tee und Rührei. Und keiner kommt auf die Idee, dass wir Single-Frauen sind und beide Psychologen. Da ist das Thema Männer eine ernste Angelegenheit. Beruflich sind wir völlig unterschiedlich drauf. Ich bin Hauptkommissarin und verhafte die Typen. Iris ist Psychotherapeutin und kuriert sie. In einer Frage sind wir uns aber einig. Die guten Männer sind weg. Guck mal, er studiert sogar Psychologie. Wieso studierst du denn Psychologie, Pinky? Wegen der Menschen. Wegen der Menschen. Um zu wissen, wie ihr so tickt. Wie du tickst, wollen wir lieber gar nicht so genau wissen. Nicht wirklich. Unterschreib mal. Wenn ich sterbe, sterbe ich für dich. Rane KDD, ist das nur Verdacht oder wissen Sie das? KDD Erichsen, was Sie haben eine Geiselnahme? Nein, wir kommen ohne Blaulicht. KDD, hier ist die Kriminalpolizei. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Französisch und Vietnamesisch. Mit diesem Messer ist heute Nacht jemand ermordet worden. Rockenbach, ich bin Ihr neuer Pflichtverteidiger. Bin ich mal gespannt, was Sie in dem Scheißland für mich rausholen. Dreimal lebenslang mit anschließender Sicherheitsverwahrung, Pinky. Ist ein Scherz. Kein Scherz. Wie wär's, wenn Sie mal meine Hand loslassen? Was erwarten Sie? Sie sind des mehrfachen Mordes und einer endlosen Liste aller möglichen Vergehen angeklagt. Wir sind ganz schön in der Scheiße, Pinky. Aber da die Gutachter Ihnen eine paranoide Psychose attestiert haben, die Ihnen 100 Jahren nicht therapiert... Warten Sie mal, warten Sie mal. Wollen Sie jetzt hier irgendwie auf verminderte Zurechnungsfähigkeit machen, oder was? Das ist meine Strategie. Richtig. Ein Scheiß werden Sie. Ich bin nicht verrückt. Haben Sie verstanden? Die Sitzung ist hier wieder eröffnet. Jetzt hören Sie mal gut zu, Pinky. Ich weiß, dass Sie nicht verrückt sind. Wir tun nur so. Nee, wir tun auch nicht nur so. Sie können Ihr Plädoyer stecken lassen, okay? Wir warten auf Sie, Herr Rockenbach. Ja, danke, wir sind soweit. Ich gehe auf keinen Fall in die Klapse. Wie Sie wollen. Lassen Sie sich was einfallen. Dann sind Sie tot. Herr Rockenbach. Rockenbach. Ich würde dann gerne mit der Sitzung beginnen.
richtige Sauerei da unten. Wer hat uns alarmiert? Die Kanalarbeiter. Kurz ein Asyl und plötzlich schwimmt eine Leiche vorbei. Wohin schwimmt die Leiche? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bis zur nächsten Kläranlage, oder? Und die Todesursache? Ertrunken? Alle weiteren Fragen an den Kollegen da unten. Ach, Eriksen! Du hältst dich da schön raus, hä? Ich habe eher administrative Aufgaben. Schön, dich zu sehen, Erik. Und die Frau Hoch. Die Welt ist schlecht. Ach, die Welt ist schlecht. Musste das sein hier unten? Ja, das musste sein. Das ist keine normale Leiche. Wenn du das schon sagst. Eine Frauenleiche, etwa 35 Jahre alt. Ziemlich übel zugerichtet. Jetzt kommen wir mit den Fakten rüber. Sie wurde gefoltert, vergewaltigt und dann getötet. Man hat ihr erst die Achillesfersen durchgeschnitten, damit sie nicht mehr laufen konnte. Und dann hat sie der Täter stranguliert. Todeszeitpunkt? Maximal 2 Tage. Wieso können Sie das schon so genau sagen? Die fressen alles, auch Plastikfolie. Wie ist die Leiche hier reingekommen? Durch den Gulli. Die gibt's an jeder Straßenkreuzung. Ich rufe mich an, wenn du genau was weißt. Ja. Ich sagte, das ist keine normale Leiche, Erich. Entschuldigung, ja, habe ich ganz vergessen. Also. Das ist die exakte Kopie einer Frauenleiche, die ich vor ein paar Wochen auf dem Tisch hatte. Alle Tests, die Herr Brühl bereitwillig mitgemacht hat, haben ziemlich klar bestätigt, dass die Morde nicht von ihm geplant waren, sondern aus einem unorganisierten, spontanen Akt von Zorn, Wut und Kontrollzwang resultiert. Sie wollen sich erzählen, Herr Brühl habe 4 Morde spontan begangen? Serienmörder planen ihr Werk sorgfältig. Das hat Herr Brühl nicht getan. Menschen sind für ihre Taten verantwortlich, aber ich gehe in meinem Gutachten davon aus, dass Herr Brühl zum Zeitpunkt seiner Taten nicht zurechnungsfähig war. Da waren von 4 Toten. Ganz richtig, Sie haben offensichtlich 4 Menschen umgebracht. Ich kann mich aber nur an 3 erinnern. Es waren 4, Herr Brühl. Ich sehe hier, dass der Angeklagte die Morde als Opfer Nummer 1, Ihr Stiefvater. Opfer 2, der Sozialarbeiter in Ihrem Jugendheim. Für die beiden haben schon 13 Jahre abgesessen. Ja, aber nach Ihrer Entlassung haben Sie dann gleich wieder zugeschlagen. Opfer 3, der Krankenpfleger und dann die Frau. Welche Frau? Na, Belinda. Ich habe schon einige Mörder verteidigt, Herr Brühl. Dieser Quatsch bringt uns jetzt nicht weiter. Welche Belinda? Okay. Belinda Petrocelli, Ihre ehemalige Therapeutin. Man hat sie vor 3 Wochen zufällig im Moor gefunden. Herr Rockenbach. Er wusste ganz genau, was er tut. Da kann von Unzurechnungsfähigkeit gar nicht die Rede sein. Das weiß ich nicht. Das waren Sie nicht. Na gut, meinetwegen. Nach meiner Einschätzung ist Herr Brühl paranoid schizophren. Kranke Angeklagte können mit einem gewissen Maß an Mitleid rechnen. Mord in Einklang bringen wollen. Man wird das strafmildernd berücksichtigt. Laut eigener Aussage aus Rache gehandelt. Herr Rockenbach. Opfer Nummer 4 war ich nicht. Opfer Nummer 4 war ich nicht! Ruhe! Lass mich los! Lass mich los! Ja, gut. Ja, vielleicht holst du mal einen Krankenwagen. In jedem Scheißbüro steht eine anständige Kaffeemaschine. Nur wir müssen diese Scheißblöcke trinken. Ich sag doch, trink Tee. Bin ich Buddha, trinke ich Tee. Wir haben das Glück, dass wir die Tote schon identifiziert haben. Ja, was man so Glück nennt. Die Frau heißt Maggie Arnold. 36, eine Zahnlaborantin, die vor 3 Tagen von ihrem Verlobten als vermisst gemeldet wurde. Der Verlobte konnte allerdings keine sachdienlichen Hinweise auf ihr Verschwinden geben. Was ist mit dem anderen Fall? Ja, tatsächlich gibt es deutliche Parallelen zu einem anderen unaufgeklärten Frauenmord. Hier, Belinda Petrocelli, eine Psychiaterin. Unter Verdacht ist der mehrfache Mörder Brühl, der momentan vor Gericht steht.
Welche Parallelen? Derselbe Modus operandi. Beiden Frauen wurden die Fersen durchgeschnitten, beide wurden vergewaltigt und stranguliert. Außerdem derselbe Leichensack. Ein Bauschutt-Arbeitssack, genau dasselbe Fabrikat. Ein Nachahmungstäter ist deshalb ziemlich unwahrscheinlich. Oh Mann, wo sind wir denn da gelandet? Im Reich der Finsternis. Ins Krankenhaus. Gehirnerschütterung, Rippenbruch, unzählige Blutergüsse. Nach massivem Schlagstoffeinsatz. Er hat die Kollegen attackiert, Kumpel. Hände in den Kopf. Hände in den Kopf! Der Anzinger hin in den Kopf, oder ich knall ihn ab. Gesicht zur Wand. Mach mich los. Jawohl, Sie haben keine Chance. Sie kommen nicht. Halt deine Fresse, mach mich los! Schneller! Du kommst mit, Edgar. Ich? Wieso ich? Weil du das größte Arschloch bist. Wir machen doch alle nur unseren Job, Vicky. Nimm das jetzt bitte mal nicht so persönlich. Steig ein. Sprechen. Guten Abend, Herr Osterwald. Guten Abend. Ich bin Lisa Brenner von der Kripo und das ist meine Kollegin Hu. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Können wir Sie mal unter vier Augen sprechen? Sie haben vor 3 Tagen für Ihre Freundin Maggie Arnold eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Verlobte. Wir sind verlobt. Fast verheiratet. Okay. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Frau Arnold tot aufgefunden wurde. Dann habe ich es also nicht geträumt. Was haben Sie geträumt? Dass sie tot ist. Immer gesagt, sie soll aufpassen. Aufpassen? Auf wen oder was? Na, auf sich. Ich habe sie gewarnt. Sie haben sie gewarnt, aber sie hat nicht auf sie gehört. Ja. Wovor haben Sie sie denn gewarnt? Irgendeine konkrete Person? Vor einem möglichen Typen. Es wäre gut, wenn Sie uns kurz ins Präsidium begleiten könnten. Könnten Sie das einrichten? Sagen Sie, könnte man das nicht anders regeln? Sie sehen doch, was hier los ist. Ich komme hier nicht raus. Es geht um Mord, Herr Osterwald. Moment. Ja. Ja, ich komme gleich. Ja. Okay. Herr Rockenbach? Lisa Brenner von der Kripo. Das ist mein Kollege Erichsen. Von welchem Dezernat sind Sie nochmal? Kriminaldauerdienst. Noch nie gehört. Wir machen die Drecksarbeit. Und wenn es Ihnen so ganz dreckig geht, dann rufen Sie uns an. Tja, viel kann ich Ihnen über Pinky Brühl nicht erzählen. Er war erst seit einer Woche mein Mandant. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er seinen Anwalt angreift? Ja, keine Ahnung. Die
Psychologin ist zwar der Meinung, dass er seine Wutanfälle im Griff hätte und dass er keine Fliege was zu leid tun könne. Sie sehen sich selbst. Ich dachte, der wäre ganz friedlich. Also, worum ging's? Es ging um die prozessstrategische Frage, ob er ins Gefängnis oder in die geschlossene Psychiatrie gehört. Ja, so wie es jetzt aussieht, wieder noch. Ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass er frei herumlaufen sollte. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht dazu gekommen, wenn Ihre Kollegen von der Justiz ein bisschen besser aufgepasst hätten. Entschuldigung, haben Sie was gesagt? Ja, er hat nur gesagt, Ihnen wäre im allgemeinen Tohuwabohu irgendwie die Dienstwaffe weggekommen. Er hat gerade nötig. Wir verteidigten so einen Geisteskranken. Na, einer muss es ja. Ja, er hat nur gesagt, Ihnen wäre im allgemeinen Tohuwabohu irgendwie die Dienstwaffe weggekommen. Er hat gerade nötig. Wir verteidigten so einen Geisteskranken. Na, einer muss es ja machen. Wie war das mit der Dienstwaffe? Ja, eigentlich war er kampfunfähig. Wie eigentlich? Der Angeklagte ist total ausgerastet und da war Schlagstockeinsatz unvermeidbar. Unvermeidbar. Und trotzdem ist er an die Dienstwaffe gekommen. Was soll denn jetzt die Scheiße? Bin ich jetzt der Angeklagte oder was? Und wie wäre es, wenn Sie mal eine Verhandlung einleiten? Ha? Immerhin hat dieser Verrückte unseren Kollegen als Geisel. Ne? Das ist mal eine Maßnahme. Machen wir. Aussteigen. Ich hab Familie. Alter, du bist geschieden. Jetzt macht doch keinen Scheiß, Pink. Los, raus jetzt! Wir können aber alles reden, Pinky. Geld? Ist dein Arsch offen? Hey, lass mich da laufen. Ja? Die Hände hoch. Also mir ist immer noch unklar, weswegen ihr Mandant so ausgerastet ist. Ohne ersichtlichen Grund? Oder war das vielleicht geplant? Weil ihm die Anklage einen vierten Mord anhängen wollte, da ist er sauer geworden. Was ist denn das Besondere an diesem vierten Mordfall? Belinda Petrucelli, die Psychiaterin. Mein Mandant besteht darauf, dass er diesen Mord nicht begangen hat. Den habe ich schon tausendmal gehört. Sagen alle Mörder. Ja, aber die ersten drei Morde gibt er zu. Warum sollte er nur mal vier leugnen? Drei oder vier, er bekommt doch sowieso lebenslänglich. Das klingt ja so, als würden Sie ihm glauben. Glauben? Wenn es ums Glauben geht, sollten Sie seine Psychiaterin fragen. Der hätte bestimmt alles erzählt, was sie hören will. Sind wir in dem Fall eben unterschiedlicher Meinung. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute. Na, so schnell sieht man sich wieder. Sag mal, kannst du deine Praxis für ein paar Tage zumachen, bis wir Brühl haben? Ach, Brühl wird mir nichts tun. Das hat unsere Kollegin Petrucelli auch gesagt. Also nach meiner Einschätzung hat er mit dem Fall nichts zu tun. Wieso? Er ist weder Machttyp noch Sadist. Sondern? Wie schätzt du ihn ein? Wie ist seine Gefährlichkeitsprognose? Ja, leider negativ. Er hat immer mal wieder Mitgefangene verprügelt. Blackout, Kontrollverlust, unzureichende Gewaltkontrolle wie heute. Ich dachte, er wäre schon weiter. Hat er das Testprogramm erfolgreich durchlaufen? Ja, nur ein Zwischenfall. Ansonsten eher autoaggressiv. Der trickst dich aus. Der ist schlau, der weiß, was er sagen muss.
Der sagt sich, die Psychologen, die kommen von der Uni, sind idealistisch, glauben das Gute im Menschen, also erzähle ich denen was vom Pferd. Idealistisch sind wir beide doch schon lange nicht mehr, oder? Du hast ihn für unzurechnungsfähig erklärt, Iris. Das wird ihm nicht gefallen. Du brauchst Polizeischutz. Ach Quatsch, das ist völlig unnötig. Sein Anwalt ist da eher gefährdet. Was ist denn das für ein Typ? Er trägt seidene Unterwäsche, Schuhe aus Alligatorleder. Und seine Mandanten sind alle rückfällig. Eine Thüringer Curry. Eine Rostock ist Curry. Okay, geht los. Rockenbach. Anwalt. Dein Mann ist raus. Was? Wie konnte denn das passieren? Ist ausgebrochen. Andere Leute gehen Brötchen holen, er bricht eben aus. Kann es nicht ändern. Er ist nicht mehr mein Mann. Das ist ja das Problem. Er sieht das sicher ganz anders. Danke. Was soll ich jetzt bitte machen? Wenn er auftaucht, ruf mich an. Und? Wer ist der Neue? Gibt's da wen? Nichts Festes. Nur Interessenten. Dann informier die mal rechtzeitig, dass sie ihr Interesse vorläufig einstellen. Wenn sie noch ein bisschen am Leben bleiben wollen. Und wenn ich das erzähle, stellen die das Interesse nicht nur vorläufig ein. Du findest schon wieder was. Glaub mir. Hallo. So, wie ihr wisst, haben die Kollegen von der Justiz gerade Pinky Brühl entwischen lassen. Busfahndung ist bereits raus. Wo taucht Brühl unter? Wer sind seine alten Kumpel? Pinky Brühl hat drei wichtige Anlaufstellen. Kurt Rockenbach, sein Anwalt. Emily Brühl, seine Ex-Frau und diese Psychoanalytikerin. Iris Wilhelmina, meine Kollegin. Sie hat in ihrem Gutachten Brühl für nicht zurechnungsfähig erklärt, worauf er sie bedroht hat. Und deshalb bekommt diese Dame ab sofort Polizeischutz. Und Frau Brühl und der Anwalt sollten noch mal weitere Kontakte abgeklopft werden. Wie ist der Stand beim Frauenmord? Osterwald, medizinisch-technischer Assistent in einem Zahnlabor. Er hat die Vermisstenanzeige aufgegeben. Allerdings habe ich den Eindruck, dass er deutlich mehr über das Verschwinden von Maggie Arnold weiß, als er sagt. Welche Vorstrafen? Er ist vorbestraft wegen wiederholter sexueller Nötigung. Gut. Also wenn die Vernehmung einen dringenden Tatverdacht bestätigt, dann macht er eine Hausdurchsuchung. Wir haben inzwischen die Bestätigung aus der Gerichtsmedizin. Die Frau, die man vor 3 Wochen aus dem Moor gezogen hat, ist auf dieselbe Art und Weise umgebracht worden wie Maggie Arnold. Also dieselbe Handschrift. DNA, Blutprobe? Wir haben aus den Samenspuren noch keinen Abgleich, um zu verifizieren, ob es ein und derselbe Täter ist. Für die erste Tote wird gegen Brühl Mordanklage erhoben. Laut den Akten war er der Letzte, der die Frau lebend gesehen hat, und außerdem war sie seine Psychoanalytikerin. Pinky Brühl ist es jedenfalls nicht. Was? Wieso? Für Opfer 1, Belinda Petrocelli, käme Brühl in Frage. Der war noch draußen. Für Opfer 2, Maggie Arnold, hat ein bombensicheres Alibi. Da saß er wieder im Knast. Also nur ein Täter, das würde ja heißen, dass er im Fall von Opfer 1 auch unschuldig ist. Unschuldig ist dieser Mann nie. Naja, ein gewisses Risiko war bei Ihrer Aktion ja auch dabei. Es gibt ein paar Sachen, die Sie jetzt für mich erledigen müssen. Okay, kein Problem, Marie. Erstmal brauche ich die Akten. Die Akten sind im Kofferraum. Aber darf ich mal fragen, wozu? Sie wissen wozu. Wegen dieser Belinda, okay, ich weiß. Ja, Frau Petrocelli geht nicht auf mein Konto. Mann! Okay, wenn Sie sich da so sicher sind. Vielleicht habe ich ja wegen der Täterschaft irgendwas übersehen. Sie sind aber auch wirklich kein leichter Fall. Das muss ich Ihnen mal sagen, Herr Brühl. Dann brauche ich neue Klamotten. Und eine Bude. Erledigen wir. Keine Sorge. Ich habe da eine nette kleine Zweitwohnung. Weiß Ihre Frau davon? Nö. Niemand.
absolut niemand. Das ist ja der Sinn einer Zweitwohnung. Danke für Ihre Geduld. Es ist viel los in dieser Nacht. Keine Ursache. Ist das Ihre Verlobte, Maggie Arnold? Ja, das ist sie. Gab es nach Ihrem Verschwinden irgendwelche Hinweise darauf, wohin sie gegangen sein könnte oder mit wem sie möglicherweise Kontakt hatte? Nein, gab es nicht. Gab es Streit? Oder wurde sie bedroht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Wann hat Maggie denn mit Ihnen Schluss gemacht? Wieso Schluss? Wie kommen Sie denn darauf? Wieso Schluss? Weil gegen Sie eine Anzeige wegen sexueller Belästigung vorliegt. So. So war das nicht. Doch, so war's, Danny. Sie haben schon eine Vorstrafe wegen sexueller Nötigung. Auch da sind Sie von einer Frau abgelehnt worden. Maggie Arnold hat Sie abblitzen lassen, stimmt's? Ich wollte mit ihr reden. Sie hat sich geweigert. Sie hat mich einfach stehen lassen. Und dann? Was haben Sie getan? Ich wollte sie zur Vernunft bringen. Sie haben sie gezwungen, sich auszuziehen. Das war freiwillig. Ich erinnere mich ganz genau daran. Sie haben sie mit Gewalt festgehalten. Auch freiwillig? Ich meine, die ist einfach wieder abgehauen. Ich habe wahrscheinlich nicht aufgepasst. Und damit das nicht nochmal passiert, haben Sie sie irgendwo eingesperrt? Nein, habe ich nicht. Laut Protokoll hat man ihr mit einem Messer die Fersen durchgeschnitten, damit sie nicht mehr wegläuft. Wie, sind Sie verrückt? Ich bin froh, wenn Sie damit nichts zu tun haben, Herr Osterwald. Der Täter hat das getan. Sie sind Schwein! Vielleicht haben Sie ihn sogar gesehen. Hatte sie einen neuen Freund? Nicht, dass ich wüsste, nein. Haben Sie da irgendwas beobachtet? Nein, habe ich nicht. Okay. Eine letzte Frage, Dani. Ich darf doch Dani sagen, oder? Ja, Sie sind ja schon dabei. Haben Sie sich mal der Psychotherapie unterzogen? Ja, habe ich, nach meiner ersten Verurteilung. Habe ich dann aber wieder abgebrochen, weil die Frau wirklich eine taube Nuss war, ja. Eine taube Nuss. Ist das sicherlich diese Frau? Ist das Ihre Psychotherapeutin gewesen? Belinda? Belinda. Richtig. Wir müssen Sie leider hier behalten, Herr Osterwald. Einen Rat geben darf, wir sollten hier schleunigst wieder verschwinden, bevor man sie erkennt. Sie schauen sich nur um? Ja, nur mal kurz. Cool, ich kann immer noch sagen, dass ich sie gezwungen habe. Ich möchte eine Konfrontation mit der Polizei vermeiden, Herr Brühl. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie Bescheid, ja? Ja, wir sagen Bescheid. Ciao. 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 Sie kommt zurecht? Ja, der kommt zurecht. Also, junger Mann, brauchen Sie vielleicht Hilfe? Sie stellen mir das ganze Geschäft auf den Kopf. Lila ist seine Lieblingsfarbe. Ja, und? Mein Schatz liebt rosa. Deshalb hängen wir nicht alles in eine Ecke, okay? Er hat einen kleinen Ordnungstick. Er ordnet gerne nach Farbe wegen des besseren Überblicks. Wir ordnen hier alles nach Größen und nicht nach Farben. Auch wenn es lila ist. Wissen Sie denn nicht, wer das ist? Nein. Aber Sie werden es mir sicher gleich sagen. Pinky Brühl. Muss ich den kennen? So, und jetzt holen Sie mal ganz schnell Ihren Freund hier an die Kasse. Okay? Herr Brühl, kommen Sie bitte. Der Herr möchte schließen.
Was machen wir jetzt mit dem ganzen Chaos? Oh, kein Problem, ich sage. Bei dem Arsch bezahlen wir gar nichts. Wir sollten das jetzt nicht zuspitzen, Herr Brühl. Doch, sollten wir. Sollten wir nicht. Doch, sollten wir. Nein, das sollten wir nicht. Halt die Fresse. Mal sehen, was die Polizei dazu sagt. Jetzt hör mal zu, Henriette. Wenn du deine Klamotten nicht nach Löchern ordnen willst, dann lässt du die Bullen schön aus dem Spiel, klar? Ja, ganz klar. Klar. Sie brauchen auch neue Schuhe? Ja. Größe 44. 44? Ja, läuft. Danziger, wir haben Sie schon erwartet. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Nasse Füße gekriegt? Ich lasse mich von euch jetzt nicht anmachen. Von wegen ihr verhaftet und wir lassen laufen. Ja, habe ich das gesagt? Das hat sich so angehört. Sie waren bewaffnet? Ja, hatte höchste Sicherheitsstufe. Wieso? Extrem gewaltbereit. So war es ja dann auch. Was war denn der Auslöser? Hat plötzlich auf seinen Anwalt eingeschlagen, weil der irgendwie Scheiße gebaut hat. Haben Sie mitgekriegt, warum? Ja, es ging um den Mord an seiner Psychotherapeutin. Was ist damit? Er sagt, er wäre es nicht gewesen. Und wie klingt das? Wie das klingt? Ja, wie klingt das? Der Mann ist ein Psychopath. Keine Sekunde mit dem Typen alleine. Irgendein Blitz schlägt bei dem im Kopf rein, wie Stromausfall. Und sie sind tot. Na gut, dass es so weit nicht gekommen ist. Der hätte mich fast erschossen. Schärfste ist, Pinky Brühl glaubt an Gott. Das ist auch keine Garantie für Frieden. Und sein Anwalt? Roggenbach? Ganz komischer Vogel. Der kommt in den Knast, als er bei ihm gehört. Keiner mag den. Vertritt nur Arschlöcher. Das machen Anwälte doch immer. Guten Abend. Frau Brühl? Ja? Lisa Brenner von der Kripo. Das ist meine Kollegin Hu. Die Kripo ist hier. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann heute ausgebrochen ist. Ex-Mann. Sie wissen es also schon. Ja, von seinem Anwalt. Er hat mich gewarnt. Wieso das? Ja, warum wohl? Ist leider nicht ganz normal. Das muss ich doch langsam rumgesprochen haben. Haben Sie eine Ahnung, wo er zuerst untertauchen könnte? Gibt es irgendwelche Freunde, die ihm dabei helfen würden? Nee, keine Ahnung. Wir haben keinen Kontakt mehr und ich will auch keinen Kontakt mehr. Wir können Ihnen jetzt anbieten, dass Sie uns zu Ihrem eigenen Schutz ins Kommissariat begleiten. Nein, danke. Ich fühle mich nicht bedroht. Okay, das war nur ein Angebot. Vielleicht hat er es wohl vergessen. Wenn nicht, sollten wir uns lieber anrufen, Frau Brühl. Dafür sind wir da. Ich möchte Herr Rockenbach mit Ihnen nicht helfen können. Tschüss. Schönen Abend noch. Habe ich geheiratet. Ja, okay. Hinsetzen. Nicht weglaufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ist das hier 100% vertraulich, Pater? Die Schweigepflicht ist absolut, mein Sohn. Unangenehmes Thema, Pater.
Gott hat für alle Menschen ein offenes Ohr. Auch wenn sie schwere Sünden begangen haben. Ja, die Lage ist die. Ich habe insgesamt 3 Menschen umgebracht. Ach du Scheiße. Und was wollen die jetzt tun? Das frage ich Sie. Sie sollten mit Gottes Hilfe die Kraft finden, sich der Justiz zu stellen. Sehr witzig. Mit Gottes Hilfe bin ich der scheiß Justiz gerade entkommen. Wenn Sie mal heute zufällig Nachrichten gesehen haben, Brühl. Sie erinnern sich? Brühl, ich habe hier geheiratet. Sie erinnern sich? Emily Brühl. Ich glaube, ja. Emily, genau. Was machen die jetzt mit meiner Frau? Ich glaube nicht, dass sie auf mich gewartet hat. Hey! Handy aus. Gottes Haus. Sorry. Ja. Sorry. Also, meine Frau. Gott hat ihre Frau schon vergeben. Wie vergeben? Was den Ehebruch angeht. Ehebruch? Was denn für ein Ehebruch? Was wissen Sie denn davon? Ach du lieber Himmel. Konkret gesagt, ehrlich gesagt, gar nichts. Okay, nehmen wir an, da ist ein Typ, der Sie flachlegt. Was mache ich da? Sie sollten Nachsicht üben, mein Sohn. Wie geht das? Sie sagen, Sie kommen später noch mal wieder. Da ist der Typ ja weg. Inzwischen ruft sie die Bullen. Super Strategie. Trotzdem danke, Pater. Dafür nicht. Es segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Guten Tag. Tag. Ja, ich soll hier eine Aussage machen. Ja, das ist auch schon mal gut. Haben wir ja nicht so oft. Und da ist auch gerade ein schöner Platz frei geworden. Danke. Hallo! Ich muss hier raus, ich bin unschuldig! Zack. Erich, wie ist der Stand der Dinge? Ja, weiß ich doch nicht. Gut. Hallo! Kann ich mal mit Ihnen reden? Da musst du noch ein bisschen warten. Wartezeit! Ja, ich hoffe, das dauert jetzt hier nicht so lang. Es dauert so lang, wie es dauern muss, sagt Buddha. Ja, dann machen Sie mal zu, junge Frau. Meine Zeit wächst nicht auf Bäumen. Hör zu, Erich, ich will heute Nacht nicht noch eine Frauenleiche. Wenn's Oslo bald nicht war, dann haben wir ein Problem. Was sagt er denn? Er ist die Unschuld vom Lande. Hallo! Ich muss hier raus, mein Freund! Jetzt mach ich nicht auf Kumpel und ich bin nicht dein Freund. Als Maggie ermordet worden ist, da war ich gar nicht in der Stadt. Fällt dir aber früh ein. Da war ich auf dem Zahntechnikerkongress in Fürth. Hat das irgendjemand gesehen? Gibt es irgendwelche Zeugen? Alle meine Kollegen waren da, meine Kumpel. Ja, ein bisschen konkreter. Hattest du mal ein Mädel auf dem Zimmer? Nicht, dass ich es irgendeiner Frau wünsche, mit dir allein auf dem Zimmer zu sein, aber für dich wär's der Bringer. Auf einmal hat er ein Alibi für die Todeszeit. Irgendein Zahntechnikerkongress in Fürth. Dann check das mal. Aber solange wir nicht definitiv wissen, dass die beiden Morde von demselben Täter begangen wurden, geht der hier nicht raus. Nein. Ja, genau. Genau, das ist der Typ. Der hat Anzüge, Hemden und sogar Schuhe mitgenommen. Und sein Begleiter? Er hat so getan, als wenn er bezahlen wollte. War das so ein Kleiner? Kleiner? Patt und Patterchen. Der eine bescheißt sich und der andere tut so, als wäre es ganz normal. Das hört sich ganz nach unserem Anwalt an. Was eigentlich mit der Kirche, Pinky? Beten tut gut. Beruhigt die Nerven. Ah ja? Meinen Sie? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nur zum Beten komme, wenn aber auch alles schief läuft. Was suchen Sie?
Die Mordakte Petrocelli. Auch da sieht's nicht besonders gut aus, Herr Brühl. Wenn ich jemanden umlegen wollte, dann habe ich das auch getan. Aber die Frau war nicht dabei. Drink? Hunger? Wie wär's, wenn wir mal gemeinsam überlegen, wie es zu dem Mord gekommen ist? Mhm. Wenn Sie es nicht waren, wer dann? Verstehen Sie? Ja. Sie waren laut Zeugen immerhin der Letzte, der das Opfer getroffen hat. Dann hatte sie wohl noch eine Verabredung. Mit wem? Belinda, ich bete für dich. Könnte aber fast von Ihnen sein. Ich schreibe keine Briefe, nicht mal an meine Frau. Ihre Frau hat die Scheidung eingereicht, Pinky. Was? Wieso das denn? Ja, was machen Frauen wohl, wenn der Mann 15 Jahre nicht zu Hause ist? Ich besorge uns mal was zu essen. Hallo und ein herzliches Willkommen zum Meeting unserer Traumagruppe. Ich bin Iris Wilhelmina, Ihre Supervisorin. Wir wollen uns angstfrei der Gruppe anvertrauen und über Ihre niederschmetternden Erfahrungen sprechen. Das Unglück, den Unfall, Ihre Albträume und Schuldgefühle. Allerdings wollen wir die Anonymität wahren und deshalb möchte ich Sie bitten, sich nur mit dem Vornamen vorzustellen. Hallo Emily, Sie sind leider 10 Minuten zu spät. Ja, Entschuldigung. Aber wissen Sie was? Zur Strafe dürfen Sie auch gleich anfangen. Okay. Also, hallo? Hallo. 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 Also, ich bin die Emily. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Also, bei mir war es ja eigentlich kein Unfall in diesem Sinne, sondern? Was sondern? Was ist es denn gewesen? Fangen Sie doch einfach irgendwo an. Also, wir waren noch Kinder und mein Freund hatte eine riesen Angst vor seinem Stiefvater, weil er ihn immer geschlagen hat. Also ein Kindheitserlebnis, okay? Brutal geschlagen hat, also wirklich richtig brutal geschlagen hat, bis mein Freund seinen Stiefvater umgebracht hat. Er hat ihn umgebracht? Mhm. Ja, also mit einem Föhn. Föhn? Ja, also hat das Ding in die Badewanne geschmissen, Stromschlag und dann war er tot. Sie waren dabei? Jedes Mal, wenn ich daran denke, dann bekomme ich diese Panik. Wenn der Stiefvater nicht gewesen wäre, dann... Das Wörtchen wenn ist nicht erlaubt, Emily. Die Sache ist nun mal passiert. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Das ist ja nun schon eine Weile her. Seit wann haben Sie denn diese Panikattacke? Seit heute. Seit heute? Seit heute ist Pinky wieder draußen. Wo draußen? Aus dem Knast, der ist ausgebrochen. Seid ihr blöd oder was?
Das gibt's dir nicht. Ja, ich dachte, ich sag's dir lieber gleich. Ja, dann raus damit. Also der Typ, ne, der heute ausgebrochen ist. Weißt du? Brühl. Kennt ihr den? Nee. Aber sein Anwalt. Was ist mit dem? Naja, der ist schon lange ein Kunde von mir. Und ab und zu braucht er ein bisschen Abwechslung. Ja, ist ja klar. Und dann ruft euch beide an. Mal will er einen Rumänen, mal einen aus dem Kongo. Und er meinte, er hatte einen Typen, der lange weg war. Okay, und wo läuft die Nummer? Mal im Hotel, mal privat. Was ist privat? Was ist Hotel? Okay, der Tipp bleibt aber unter uns, ja, Erichsen? Wegen Brühl, verstehst du? Wie lange kennen wir uns, Dingeling? Wo läuft die Nummer? Er hat ein nettes Apartment. Ziemlich sweet eingerichtet. Schöne Minibar, korrektes Bad. Ja, da bin ich wohl mal gespannt. Herr Hockenbach. Guten Abend. Wen haben Sie da oben in Ihrer Hütte? Niemand. Außerdem ist das mal niemand. Außerdem ist das meine Privatsache. Nee, Prostituierte sind Privatsache. Gangster, nee. Mit Mandanten pflege ich grundsätzlich keine privaten Beziehungen. Sie haben nicht zufällig was von Pinky Brühl gehört. Brühl? Ja, Brühl. Ach, der hätte mich vor Gericht fast umgebracht. Also sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Brauchen wir nicht. Gefahr im Verzug. Kommen Sie. Sie das mal. Nervös? Nein, überhaupt nicht. Keine Panik, das geht alles Hand in Hand. Wir verhaften die Leute, ihr lasst sie wieder laufen. Und jetzt ist gerade wieder mal Verhaften dran. Wie heißt denn der Chef? Erichsen. Der Erichsen? Der Erichsen, ja. Waffe hinlegen. Haben Sie mal meine Akten gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Da habe ich bestimmt was verpasst. Zwei tote Frauen und keiner hat eine Ahnung, was hier los ist. Ja, das stört uns doch alle, Herr Brühl. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich den Fall neu aufrollen werde. Das geht aber nur, wenn Sie die Waffe da weglegen. Geile Idee. Los rein, ne? Los, weiter. Na gut. Das ist es. Ein Liebesbrief steckt da in meiner Windschutzscheibe. Wenn ich sterbe, sterbe ich für dich. Von wem ist das? Kein Schimmer. Wie wär's, wenn du deine Praxis doch ein paar Tage zumachst? Hm? Zwangsurlaub. Ich hab doch Polizeischutz. Danke übrigens, hab mir schon immer mal so einen Leibwächter gewünscht. Ja, nett. Den darfst du mit nach Hause nehmen. Hm, mach ich. Du weißt nicht, was der Täter mit dem Opfer gemacht hat. Doch, das weiß ich, aber das ist absolut nicht Pinky Brühls Handschrift. Ich habe auch erhebliche Zweifel, dass Brühl für den Mord an unserer Kollegin Petrucelli verantwortlich ist. Ja, das sehe ich genauso. Er ist psychotisch, er hat eine mangelnde Impulskontrolle mit Hang zu enormer Gewalttätigkeit, aber er ist kein Frauenhasser. Wieso nicht? Ganz einfach, er hat nur Männer umgebracht. Bis jetzt.
Das ist die Logik der Unlogik. Nein, nein, das weiß ich zufällig aus erster Hand. Ich habe eine neue Patientin, die das 100% bestätigt. Wen? Emily Brühl. Emily Brühl? Bis ich begriffen habe, dass es die Ex-Frau von Pinky Brühl ist, da hatte sie der Gruppe schon zwei Morde anvertraut, die sie miterlebt hat. Und du hast ihr nicht gesagt, dass du die Gutachterin von Brühl bist? Stimmt, hätte ich tun müssen, aber ich war so verdammt neugierig, Pinkys Morde aus erster Hand zu hören. Erst der Stiefvater, der ihn und seine Mutter geschlagen hat, und dann der Sozialarbeiter, ein gewisser Brumme, der jahrelang Kinder und Jugendliche misshandelt hat. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist mit deinen Pillen? Eine ist mir gerade auf den Boden gerollt. Welche denn? Die gelbe 8. Ah! Pass auf deine Pillen auf, ja? Die Pillen sind wichtig. Jeder Einzelne, damit du keinen Scheiß erzählst. Ein scheißer Sturm im Kopf. Ich weiß. Richtig. Er bekam das volle Psychopharmaka-Programm. Ritalin, was zu paranoiden Psychosen führt, Trazodon, Valium, Prozac, Lorazepam. Zum Kühlschrank. Es ist der heißeste Tag des Jahres. Er hat mächtig Durst. Er trinkt in großen Schlucken aus der Flasche. Lieber Gott, lass ihn sterben. Er hat den Kerl mit seinen eigenen Psychopharmaka umgebracht? Ja, beinahe. Überdosis rumorte in seinen Eingeweiden. Er war ganz wirr im Kopf, hatte Ohrensausen, sein Herz blieb im Stehen. Warum ausgerechnet Sie dich? Pinky! Aber sein Verstand hat sich gegen das Gift aufgelehnt und er hat den Chemoanschlag überlebt. Pinky hat ihn dann Jahre später doch noch erwischt. Da war er 21, also voll strafmündig. Geplanter Mord? Nein, eine Affekttat. Brummer hat ihn gesucht und gefunden. Brumme macht sich auf den Weg. Den Jackenkragen trägt er hochgeschlagen, weil er unerträgliche Schmerzen im Kopf hat, besonders im Winter. Außerdem humpelt er. Auch das die üblen Konsequenzen der Psychopharmaka-Vergiftung. Sein Leben ist ruiniert. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wo ist Pinky Brühl, Vater? Dies ist ein Beichtstuhl, mein Sohn. Wo ist Pinky? Was hat er getan? Wo wohnt er? Thank you.
Übrigens hat sich Frau Brühl von den traumatischen Erlebnissen bis heute nicht erholt. Pinky hat ihn getötet, eigentlich in Notwehr. Trotzdem hat er 13 Jahre und Sicherungsverwahrung bekommen. Kaum ist er draußen, begeht er den Mord an dem Pfleger seines Vaters. Aber nicht den an Petrucelli. Hat er dir dazu was gesagt? Hast du mit ihm über Petrucelli gesprochen? Nein, aber sie hat mir gesagt, dass der Job im Knast ein Spießrutenlaufen ist. Sie ist von mehreren Gefangenen und auch von Beamten angebaggert worden. Von wem? Keine Ahnung. Aber wenn du weißt, wer das war, sagst du es mir, Iris, ja? Ich weiß es wirklich nicht. Herr Osterwald, Sie können gehen. Ah ja, hab ich ja gleich gesagt. Tschüss, ihr Penner. Hey, ich muss ja auch raus. Hinsetzen. Ich bin schon 5 Stunden hier. Hinsetzen. Ich will hier endlich raus. Wie kommt das denn jetzt? Ihr Alibi hat sich bestätigt. Gefällt ihm wohl gar nicht, wa? Hallo. Hallo. Einmal die Ausweise und die Handys, bitte. Bitte. Danke. Abend, ne? Auch Nachtschicht, ne? Hab ich mir nicht ausgesucht, ne? Nein. Aber eine anständige Kaffeemaschine hat Justiz. Ja, möchten Sie einen? Espresso schwarz ohne Zucker. Espresso schwarz. Ohne Zucker. Alles klar. Möchten Sie auch einen? Nein, danke. Ja, danke, dass Sie unsere Zeit opfern. Naja, ich kann ja dafür nicht den Anschaltsleiter aus dem Bett holen, ne? Wir haben noch ein paar Fragen zum Fall Brühl. Brühl hat 2 Frauenmorde, die seine Handschrift tragen, mit ziemlicher Sicherheit nicht begangen. Wir suchen jetzt einen Nachahmungstäter, einen Trittbrettfahrer. Jemand mit einer ganz besonderen Beziehung zu Brühl. Haben Sie Sexualstraftäter oder andere Gewalttäter gehabt, die dafür in Frage kommen? Also Leute, die ihn gehasst oder bewundert haben? Alle hatten Angst vor Brühl. Und seine Psychiaterin spricht sogar von einem Gewitter, das er im Kopf hat. Gab es sonst irgendwelche Gewalttätigkeiten? Ich meine, hat er Mithäftlinge drangsaliert oder gedemütigt? Ja, wie gesagt, er hat sich mit vielen angelegt und uns hat er immer wieder angegriffen. Aber dafür kann er ja nichts. Das ist eben dieses Gewitter, das er im Kopf hat, ne? Steckt man halt nicht drin. Als wären Sie doch mal konkret. Gibt es einen Ex-Knacki oder einen Freigänger, den Brühl angegriffen hat? Ja, in so einer Therapiestunde, da ist er mal ausgerastet. Aber das hat Ihnen Ihre Kollegin Frau Wilhelmine ja bestimmt erzählt, oder? Nein, hat sie nicht. Also? Hat sie nicht. Gut. In der Konfrontationstherapie kam es zu Gewaltanwendungen. Konfrontationstherapie? Das ist bestimmt wieder so eine staatliche Fördermaßnahme. Für sowas haben Sie Geld. Ich denke, sie ist Psychologin. Jetzt werden Sie mal nicht komisch, ja? Also, was ist da passiert? Also in dieser Konfrontationstherapie saß auf der einen Seite Pinky Brühl und auf der anderen Seite ein Typ, der total verklemmt war und sehr still. Ah, so wie ich. Nein, sehr, sehr still. Guten Tag, Herr Brühl. Sie wissen, worum es geht? Der heiße Stuhl, ich weiß. Es geht in der Konfrontationstherapie darum zu sehen, inwieweit Sie sich im Griff haben, wenn Sie provoziert werden. Mhm. Wer macht denn den Aggressor? Das macht heute Daniel. Oh, nee. Daniel ist doch okay. Ist ein völlig kranker Typ. Musst du gerade sagen, Assi. Das ist doch der Witz, Pinky. Wenn Sie sich mal zurückhalten könnten. Pinky? Setze dich schon mal hin. Herr Brühl, die Sache ist freiwillig. Sie müssen das nicht machen. Wollen Sie den Test abbrechen? Nein. Wenn ihr eine abbricht, dann sind wir das. Herr Osterwald. Kann ich den jetzt hier irgendwie loslegen? Also, ja. Bitte. Stück Scheiße, du. Du Dreck. Du stinkst doch aus dem Hals, du Sau, du. Sieh mich an. Sieh mich an! Sieh mich an, hab ich gesagt! Du Stück Scheiße, du!
Ich komm hier raus, aber du Arschloch! Du kommst hier nicht raus, weil du bist das letzte Dreck Scheiße der Gesellschaft, du! Du fickst doch deine Mutter, du fickst! Jetzt machen Sie irgendwas! So geht's ja auch nicht, ja? Ganz ruhig, Jungs. Alles unter Kontrolle, okay? Wer hat sich diesen Blödsinn denn ausgedacht? Und Osterwald war Freigänger? Ja. Er hatte Vollzugslockerung wegen guter Führung. Obwohl er Sexualstraftäter war. Wir sind hier nicht der Gesetzgeber, okay? Mein Gott, nochmal. HKDD? Osterwald unter allen Umständen festhalten. Tut mir leid, Erich. Wir mussten ihn freilassen. Er hat für den letzten Mord ein Alibi. Was, wieso das denn? Wer hat denn sowas veranlasst? Der Chef persönlich, nicht ich. Was soll denn das jetzt? Was machst du mich so an? Der Mann war Freigänger, also so schnell wie möglich wieder festnehmen, klar? Ein Käfig voller Narren. So sieht das aus. Ja, so sieht das aus. Aber für Ihre Leute legen Sie die Hand ins Feuer. Ja, absolut. Pinky will dich sprechen, Osterwald, und ich werde sicher nicht deine Verteidigung übernehmen. Ach du Scheiße. Was hast du mit den beiden Frauen gemacht? War das nicht Pinky? Scheiße. Du kanntest Belinda, du kanntest Maggie und du warst scharf auf die Weiber. Ja, aber... Mann, die Bullen lassen mich wieder laufen. Warum? Warum lassen die Bullen mich wieder laufen, Pinky? Ich hatte ein Alibi. Vielleicht sagt er sogar die Wahrheit. Herr Brühl, was machen wir dann? Du hast also ein Alibi, ja? Erzähl. Ich hab damit nichts zu tun. Bei Belinda war ich im Knast. Da warst du Freigänger. Bei Maggie war ich auf dem Kongress. Kongress, verstehst du? 1000 Leute, alle applaudieren. Ich halte einen Vortrag über Kunststofftechnik. Puh, das Ding. Mann, Pinky. Hey, da ist jemand anderes in deinem Namen unterwegs, verstehst du? Total unschuldig. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Du solltest niemanden mehr anfummeln, Osterwald. Niemanden. Hast du verstanden? Es sei denn, du findest irgendeine Freiwillige, die sich das ausdrücklich von dir wünscht. Das wird aber keine leichte Angelegenheit, da jemand... Irgendeine Freiwillige, die sich das ausdrücklich von dir wünscht. Das wird aber keine leichte Angelegenheit, da jemanden zu finden, Herr Brühl. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier soll. Trotzdem, schön, dass wir Sie noch überreden konnten, herzukommen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich mich von Pinky nicht bedroht fühle. Wir untersuchen einen zweifachen Frauenmord, Frau Brühl. Vielleicht geht's gar nicht um Ihren Ex-Mann. Vielleicht geht's um einen ganz anderen Täter. Allerdings jemand aus dem Umfeld Ihres Ex-Mannes. Wie oft denn noch? Ich habe keinen Kontakt zu ihm und will auch keinen haben. Sie waren heute in der Traumagruppe bei Frau Wilhelmina. Hat sie Ihnen das erzählt? Das ist ja ganz toll. War ich heute aber das letzte Mal da. Nein, sie hat nicht gegen ihre Schweigepflicht verstoßen, falls Sie das annehmen. Aber Sie helfen mit Ihrer Verschwiegenheit niemandem. Warum sind Sie in der Traumagruppe? Ein Problem jagt das nächste, hm? Überhaupt, das ist ja wohl Privatsache. Naja, ganz so privat ist das nicht. Ihr Ex-Mann steht wegen mehrfachen Mordes vor Gericht. Vielleicht können Sie uns helfen, ihn wieder festzunehmen? Das machen Sie sich mal nicht lächerlich. Selbst wenn ich das wüsste, würde ich nichts sagen. Diese Fotos hier sind von dem Mordopfer Maggie Arnold. Sie hat die Fotos selbst gemacht.
Sie hat einen Mann fotografiert, der sie immer wieder verfolgt und belästigt hat. Dieser Stalker hat sie wochenlang belästigt. Möglicherweise ist er sogar mordverdächtig. Ja. Ich kenne den Mann. Woher? Hat er sie auch belästigt? Er stand heute an der Grillbude, hat eine Curry bestellt. Da sind Sie sicher? Er steht da ewig am Tresen und starrt mich blöd an. Hallo. Hallo. Ich komme wegen der Traumagruppe von Frau Wilhelmina. Dafür ist es leider heute schon zu spät. Da müssen Sie morgen noch mal kommen. Hören Sie, ich habe manchmal Halluzinationen. Frau Doktor weiß das. Und woher? Sind Sie Patient? Ich bin Patient, ja. Privatpatient? Privatpatient, ja. Im Grunde genommen enger Vertrauter von Frau Doktor. In der Konfrontationstherapie, da bin ich sowas wie der Aggressor. Eigentlich sowas wie Assistent. Na dann. Herr Osterwald, wollen Sie zu mir? Ja. Hat es nicht Zeit bis morgen? Nein, leider nicht. Ist zu, mein Freund. Was ist das denn für ein Vogel? Ist schon in Ordnung. Ich bin gleich für Sie da. Geht doch, oder? Osterwald ist ein Spinner, aber er ist nicht der Täter. Wieso? Was macht dich da so sicher? Er stalkt Maggie, er stalkt Emily und im Fall Petrucelli hat er Freigang. Und im Fall Maggie Arnold hat er ein Alibi. Ja, aber er hat ein Motiv. Er hasst Pinky und er hasst jede Frau, die Pinky nahe kommt. Wir haben keine DNA, wir haben keine Spermaprobe, wir haben keine Zeugen. Also, ein oder zwei Täter. Wer bietet mehr? Was, wenn Osterwald nachts von Fürth über die Autobahn gerast ist? Wäre das rechnerisch möglich? Naja, er saß morgens um 8 im Hotel im Frühstücksraum. Dafür gibt es Zeugen. Das heißt, er hat theoretisch maximal 8 Stunden gehabt? Nee, das ist nicht möglich. Und wenn, dann nur auf der Überholspur, ohne Baustellen und wenn bei der Mordtat nichts schiefgelaufen ist. Sonst sehe ich da nichts. So, wie redest du eigentlich? Kannst du mal mit dieser Scheißlachsenart aufhören, Erich? Hallo, Erich, mach mir die Frau nicht verrückt. Verzeihung, Frau Hauptkommissar Brenner. Wir arbeiten wirklich hart daran, Ihren Hauptverdächtigen zu kriegen. Keine Idee, Erichsen? Osterwald. Das ist das erste Mal, dass ich heute Nacht was gut finde. Na toll, Erichsen. Was kann ich für Sie tun, Herr Osterwald? Ich würde gern bei Ihnen in der Traumagruppe mitmachen. Sagen Sie ihm das. Ich habe doch all Ihre Experimente mitgemacht. Nur Missverständnis. Ich habe doch all Ihre Experimente mitgemacht. Nur Missverständnisse auszuschließen, ja? Also der Aggressor ist doch nur eine Rolle, um den anderen zu provozieren. Am besten wir beide unterhalten uns mal in Ruhe auf dem Revier. Toll. Sehr toll! Hast du was gegen Frauen, Osterwald? Duzen Sie mich nicht, Sie sind nicht mein Freund. Warum läufst du Frauen hinterher? Ja, scheiße, ich lauf denen hinterher. Ich verfolge die halt, damit die mich nicht übersehen. Ist doch nicht schlimm, ist doch harmlos. Frauen verfolgen ist nicht harmlos. Dazu kommt ihre Vorstrafe wegen sexueller Nötigung. Ist es vielleicht harmlos? Die Frau, die hat halt ein Problem. Welche Frau? Irgendeine Frau halt, egal. Ich meine, die Frau hat Probleme mit ihrer Arbeit, mit ihrem Freund, irgendwas halt. Irgendwas, was sie abhält, dass sie mich nicht sieht. Und da helfe ich dann mal nach. Sie helfen nach? Wie haben Sie bei Frau Petrucelli nachgeholfen? Sie verdreht mir das Wort im Mund. Genauso wie diese Iris. Total perfide. Mit nachhelfen. Da meine ich einfach präsent sein. Du hast eine Vorstrafe wegen sexueller Nötigung, Osterwald. Ich bin kein Gewalttäter. Fragen Sie Iris, fragen Sie Belinda. Belinda können wir nicht mehr fragen. Schon vergessen? Hier, Belinda, ich bete für dich. Iris, wenn ich sterbe, sterbe ich für dich. Ja, ich... Okay, ich schreibe das.
Ich schreib das, ja, ich schreib das. Okay. Er schreibt nicht gut, er schreibt nicht schlecht, er schreibt halt. Ich schick Belinda einen Brief und sie stirbt. Sie totale Scheiße, gebe ich ja zu. Aber ich sag Ihnen, Sie haben da echt den Falschen, ja? Ich kenne da ein paar Typen, die nehmen sich einfach, was sie wollen. Wer? Mitgefangene? Nee, nicht unbedingt. Sondern raus damit! Hey, so ein paar Schließer. Die Alte muss mal durchgevögelt werden und so eine Sprüche. Diese Schweine. Okay, ich meine, jetzt kann ich's ja sagen. Ich bin ja frei. Namentlich, wer sagt sowas? Edgar. Edgar, welcher Edgar? Edgar Danziger. Der JVA-Beamte. Ja. Genau. Kann ich ja jetzt raus. Noch nicht. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Wie heiße ich denn? Ich kenne Sie, aber... Sie erinnern sich nicht. Das ist scheiße. Ich habe mich Ihnen vorgestellt. Habe Ihnen sehr oft die Besucherzelle aufgeschlossen. Allerdings tragen wir dann immer die normale Uniform der Justizbeamten. Jetzt bin ich zivil. Ja. Was wollen Sie? Ich habe ein Haus. Wussten Sie das? Nein, das wusste ich nicht. Das ist von meiner Mutter. Die ist tot. Ich bin noch nicht zum Renovieren gekommen. Verstehe. Aber ich sitze da nicht rum und warte auf Sie, während Sie sich mit Pinky Brühl treffen. Wenn Sie um Hilfe schreien, sind Sie tot. Brühl ist ein kranker Psychopath. Ich bin nicht krank. Eben, Sie werden sich doch nicht mit ihm vergleichen wollen. Es geht Ihnen doch um Brühl, oder? Sie wollten ihn aber rausholen. Nein, das wollte ich nicht. Red doch keinen Quatsch. Einsteigen. Bitte, bitte sagen Sie mir, warum das jetzt alles sein muss. Sind Sie von Frauen nicht gut behandelt worden? Von Frauen wie Ihnen irgendwie nicht. Leider, muss man sagen. Ich werde langsam müde, Herr Brühl. Weißlack. Klingeln. Was machen wir, wenn sie Besuch hat? Frage stelle ich mir seit Jahren. Was ist, wenn ich meine Frau mit irgendeinem Arschloch im Bett erwische? Der Gedanke, der ging mir schon immer auf den Sack. Ich versuche das wegzuschieben, ja? Aber nein, bums, ist wieder da und ich krieg scheiß Kopfschmerzen. Los, klingel. Emily, machen Sie auf. Was soll das? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich weiß, wie spät es ist. Ist was passiert? Haben die Pinky erwischt? Noch nicht.
Was willst du, Pinky? Ich hab da was von Scheidung gehört. Ja. Warum? Hast du einen anderen? Ich bin solo zufrieden. Wie ich Ihnen bereits sagte, sie lebt ihr Leben. Jetzt halt mal die Fresse, Kurt, ja? Hey, was sollen wir uns nicht vielleicht setzen? Ich habe Angst, Pinky. Das habe ich heute auch einer Psychologin anvertraut. Psychologin? So eine Traumagruppe, wo man über schreckliche Ereignisse redet. Ja, man redet sich alles von der Seele, was sich so aufgestaut hat. Weißt du, Emily, für mich sind das auch Albträume. Glaube ich. Glaube ich dir sofort, Pinky. Besonders mit deinem Stiefvater. Das war Schicksal. Trotzdem muss ich nochmal auf die Typen zurückkommen, die dich angebaggert haben. War da irgendein Ex-Knacki dabei? Nee, bestimmt nicht. Jetzt hör mal zu, Emily. Da draußen ist ein Typ, der in meinem Namen Frauen umbringt. Also überleg jetzt verdammt noch mal genau, wer dir da aufgefallen ist. Okay, okay. Ein Typ geht mir auf die Nerven. Also am Anfang war er super nett und alles. Da waren wir in einem Café noch mal über dich gesprochen. Er hat mir erzählt, dass du jetzt einige Vergünstigungen bekommen würdest. Was denn für Vergünstigungen? Ja, deswegen sollten Sie auch grundsätzlich überlegen, ob es nicht besser ist, sich zu stellen, Herr Brühl. Großbruch ist nämlich noch nicht strafbar. Weiter. Dann hat er mich angekrabbelt und ich habe ihm gesagt, dass er sich verpissen soll. Also jetzt nicht wörtlich, weil ich nicht wollte, dass der dir dann im Knast noch Ärger macht. Im Knast? Wer war das? Das ist Edgar. Edgar? Danziger, der Schließer, du kennst ihn doch. Der Kollege ist aus weniger als 5 Metern von Peter erschossen worden. Der Schuss war tödlich. Und die Frau? Verschwunden, vermutlich vom Täter entführt. Ich habe sie vor 2 Stunden noch getroffen. Ich habe ihr gesagt, sie soll die Praxis kurzfristig zumachen. Wieso kriegt sie von uns nur einen Mann? Weil ich nur einen bekommen habe. Aber sie war gefährdet, das wusstest du doch. Ich verstehe deine Erregung, aber noch wissen wir nicht, was los ist, Lisa. Hat sie danach gelebt? Der Täter fährt einen Lieferwagen, er steckt die Frau in den Laderaum. Ob sie da noch lebt? Die Blutspuren auf dem Boden sind jedenfalls zweifelsfrei von unserem Kollegen. Also hat sie da noch gelebt? Ja, hat er doch gesagt. Er hat sie ins Fahrzeug geschleppt und ist weggefahren. Das Problem ist die Fußspur, Erich. Das ist dieselbe Fußspur, die ich im Abwasserkanal gefunden habe. 100%ig dasselbe Profil. Also derselbe Täter. Die Ermittlungen gehen in eine neue Richtung, Theo. Osterwald. Danziger. Schließt an der JVA. Jetzt hör aber auf. Ein Kollege aus der Justiz, bist du wahnsinnig? Ja, hab ich mir ja nicht ausgedacht. HKDD? Ja, wir sind gleich da. Wer ist das, Erich?
lebt. Lisa! 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 Hol einen Krankenwagen! Hey, los, hol einen Krankenwagen! Ja, alles klar. Wo ist Frau Brenner? Ich hab mehr Kommissar. Jetzt machen Sie auch keinen Quatsch, Herr Brühl. Wir lassen ihn einfach verhaften. Was halten Sie davon? Geh nach Hause, Kurt. Danke, Mann. Pinky. Scheiße. Hast du meine Frau angefasst? Nein. Der habe ich gar nichts getan, Pinky. Bleiben im Wagen. Wenn du beten willst, bete. Nehmen Sie die Waffe runter, Herr Brühl. Wir wissen, dass Sie für die Morde nicht in Frage kommen. Dieses Dreckschwein hat das in meinem Namen gemacht. Der Mann ist krank. Drehen Sie sich um und überlassen Sie ihn mir. Er wird verurteilt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt aber ein schlechtes Angebot, Frau Kommissar, müssen Sie schon zugeben. Der wird verknackt und am Ende sitzt er am gleichen Trakt wie ich. Ich gehe in gar keinen Trakt, Pinky. Sie sind anders als Danziger. Sie haben Moral. Was reden Sie da für eine Scheiße? Wo bin ich denn anders? Sie sind weder Serienmörder noch Sexualtäter. Das unterscheidet Sie von ihm. Waffe runter. Sie helfen mir hier raus. Wenn ich jetzt abdrücke, werden Sie weder gehen können, noch jemals wieder eine Frau anfassen. Das machen Sie nicht. Oh doch. Die andere hatte eine Gaspistole in ihrer Handtasche. Hat ja auch nichts genützt. Ich habe keine Gaspistole. Wenn Sie sterben wollen, von mir aus. Warum nicht? Meine Kollegin. Wie viele Frauen haben Sie jetzt eigentlich umgebracht, da? Bis jetzt keine. Sie sind vergesslich. Es sind 3. Bleiben Sie weg, Herr Kommissar. Ich habe niemanden umgebracht. Iris. Iris? Iris wird überleben. Das ist vollkommen unmöglich. Ich weiß auch, was ich tue. Ich bin nicht verrückt. Sie halten sich für zurechnungsfähig. Das ist ja schon mal gut. Da fällt es mir jetzt leicht abzudrücken. Sie würden mich wirklich erschießen? Das ist Selbstjustiz. Das ist Ihre Entscheidung. Keine Frau macht es. Da kennen Sie die Frauen schlecht.
Ich hab recht behalten. Die hat nicht geschossen. Für Leute wie dich wird's richtig fies im Knast. Siehst du, Pinky, jetzt brauchst du doch wieder mal einen Anwalt. Ruf mich an. Ich mach das. Bald werden wir uns donnerstags wieder in unserem Lieblingscafé treffen und über Männer streiten. Sie wird mir von irgendwelchen grauenvollen Typen, ich von total unzuverlässigen Kerlen erzählen. Hauptsache, sie lebt. Welch ein Glück. In einer Sache sind wir uns allerdings ziemlich einig. Die besten Männer sind weg.